rein ins Vergnügen. Was gibt es Schöneres, als an einem schönen Sommertag in Basel einen Rheinschwung mit Blick auf die prächtigen Kulissen entlang der Ufer im Klein- und Groß-Basel zu machen? Es gibt aber einige Punkte, die man beachten muss. Der wichtigste: Man muss gut schwimmen können. Voraussetzungen dafür sind, dass man nicht irgendwelche Schwimmhilfen benutzt, nur die Wickelfische, die offiziell auch für das gemacht sind. Keine Verwendung von Schwimmflügeln für Kinder oder sonstige irgendwie Badespaßgeräte. Grund: Es gibt keine Sicherheit, sie sind nicht geprüft, es ist kein Rettungsmittel. Und wenn irgendeine Notsituation eintrifft, dann muss man unmittelbar sofort wegschwimmen können und aus der Gefahr hinaus. Aber auch für gute Schwimmerinnen und Schwimmer gilt, es ist verboten, von Brücken zu springen. Das Brückenspringen ist verboten, weil man nie weiß, was unten durchfährt. Man kann Schiffe, man kann andere Schwimmer erwischen, wenn man runterspringt. Und das ist einfach viel zu gefährlich, es ist lebensgefährlich. Gefährlich werden kann es auch, wenn man zu nahe an Bäuen heranschwimmt oder versucht, sich an Seilen oder Ketten festzuhalten. An Stegen hängen ist zum Beispiel gefährlich, weil wir hier auch wieder Gefließgeschwindigkeit haben und das kann einen unter den Steg unten durchziehen oder an der Boje hängen bleiben. Auch mit einem Wickelfisch kann man sich verheddern an der Boje und dann wird man unwillkürlich nach unten gezogen. Besonders im Auge behalten muss man die großen Schiffe, welche nur beschränkt manövrierfähig sind. Darum empfiehlt es sich dringend, auf eine Rheinüberquerung zu verzichten und dem Ufer entlang zu schwimmen. Am besten auf der Kleinbasler Seite innerhalb der blauen Bojen. Da haben wir auf der Kleinbasler Seite haben wir eine Schwimmerzone definiert. Die ist mit blauen Bojen gekennzeichnet, relativ nah am Ufer und somit auch außerhalb der Schifffahrtsrinne der Großschiffe. Lebensgefährlich kann das Schwimmen im Bereich der Schwarzwaldbrücke sein. Dies, weil einerseits der gesamte Schiffsverkehr durch ein Brückenjoch geführt werden muss, andererseits aber auch wegen der gefährlichen Wirbel. Es wird also dringend empfohlen, erst nach der Schwarzwaldbrücke in den Rhein zu steigen. Wer sich danach an die wichtigsten Regeln hält, darf sich über einen wunderschönen Schwumm in einem der schönsten Flüsse freuen. Nicht verpassen darf man dann allerdings vor lauter Begeisterung die letzte Ausstiegsmöglichkeit unterhalb der Urli-Fähre vor der Dreirosenbrücke.